Das Bundesverfassungsgericht hat über den Berliner Mietendeckel entschieden. Was bedeutet diese Entscheidung? Darum geht es in diesem Video. Ich bin Achim, ich bin Rechtsanwalt. Mitte April 2021 hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Berliner Mietendeckel als verfassungswidrig angesehen. Hintergrund des Mietendeckels war, dass in Berlin die Mieten durch verschiedene Maßnahmen begrenzt wurden. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das Berliner Gesetz für verfassungswidrig. Es ist also nichtig. Grund dafür ist ein rein formaler. Das Land Berlin hätte die Regelung gar nicht erlassen dürfen. Denn die Gesetzgebungskompetenz liegt hier beim Bund. Das wurde durch das Land Berlin missachtet. Dabei hat das Gericht gar nicht festgestellt, ob die Regelungen zur Begrenzung auch rechtswidrig sind. Damit musste es sich gar nicht beschäftigen. Das bedeutet, dass solche Regelungen sogar rechtmäßig sein könnten. Der Bund müsste allerdings dann ein entsprechendes Gesetz erlassen oder einfach das BGB ändern. Die Nichtigkeit des Berliner Mietendeckels bedeutet für Vermieter, dass sie jetzt unter Umständen die Mieten, die sie wegen des Mietendeckels nicht verlangen konnten, nachfordern können. Ob und wie das konkret aussieht, hängt allerdings vom Einzelfall ab.